Wir sind auf dem LMF Love Music Festival. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sehen hinter uns die Mainstage, die gestern abgesoffen ist, heute aber wieder am Start ist. Genauso am Start in diesem Vlog hoffentlich viele coole Leute. Wer ist Line-Up? Ja, jetzt sowas. Ich habe hier Copyright, ja? Wir freuen uns drauf. Nächster Festival-Vlog. Ich habe richtig Bock. Kurzer Einblick, was ist gestern passiert? Zwickau und erster Tag Love Music. Kurzer Throwback auf entspannt und danach geht's rein ins Video. Mir geht's auf den Zeltplatz. Dann geht's los, Alter. Pow. Pow. Mein allererstes Open Air in dieser Saison. Aber gestern Abend Leipzig, Land unter. Und ja, wie man an den Scheiben erkennt, viel besser sieht's gerade auch nicht aus. Rein ins Video, straight, jetzt geht. Danach Tag nach Magdeburg. Komm, los geht's. Oder raus im Regen einkaufen. Jetzt nämlich noch Bier mitnehmen und dann geht's los. Ich habe auf jeden Fall schon Bock. Die Leute auf jeden Fall auch. Wir sind jetzt da. Justin spielt noch. Es ist ca. um 3. Die Leute haben Bock. Erster Tag auf Music Festival. Einfach alle weg. Alle weg. Digga. Die Leute ganz hier. Niemand gibt es jetzt Free Suff. Falsch rum. Entschuldigen Sie. Justin? Moin. Kannst du bitte eine schöne Szenerie anmoderieren, dass ich jetzt quasi mal kurz den Himmel filme, wie die Sonne aufgeht? Du musst jetzt einfach nur sagen, viel Spaß beim idyllischen Sonnenaufgang, weil dann springe ich quasi gleich auf den nächsten Tag. Ich bin hart, Alter. Nee. Hallo. Ich bin hart. Ich. Ey, ich soll anmoderieren. Moin Jungs und Mädels. Ich wünsche euch viel Spaß beim folgenden Sonnenaufgang. Mann, das ist so toll. Warte, pass auf. Wer sich schon immer gefragt hat, wie sieht eigentlich so ein Love Music Festival Campingplatz aus? Da vorne ist die Saustelle, wo alle mit ihrem Wasser rumspritzen, wo ich mich letztes Jahr fast richtig hingelegt hätte. Wir laufen jetzt hier eine Runde und gucken mal, wer hier so auf uns wartet und wer hier Bock hat, irgendwie was abzugeben. Und ich hoffe jetzt erstmal, dass ich hier nicht auf die Fresse fliege. Bin gespannt, was der Campingplatz dieses Jahr zu bieten hat. Meine Frage an euch, was haltet ihr vom Festival? Von explizit dem? Also von allem. Von allen Festivals. Festivals. Also in dem Moment, wo man da ist, denkt... Ja, ich immer so... Warum mach ich den Scheiß eigentlich, wenn ich jetzt meistens auch danach dann extrem beschissen? Aber... Ja, dann mach ich wieder daheim. Okay, nächste Frage. Hast du genug getrunken heute? Heute noch nicht, nein. Ich muss heute noch stark ans Glas. Ja, ich meine, ich habe noch einen Trichter. Ja, dann. Ja, wir können. Oh, warte mal. Ey, hier ist ein echter Dino, guck mal. Hier ist ein echter. Alter, eine Raupe. Hey, das ist keine Raupe. Dino zeigt noch den anderen. Er hat einen lebendigen auf der Schulter sitzen. Ja, okay. Guck mal hier, eine lebendige Steinzeit-Tier. Okay, und jetzt ein Trichter, los. Undurchgespülte Trichter sind mir immer die liebsten. Oh ja. Wann wollen wir los? Wann los? Bisschen spät. Und Prost. Ja! Du geile Drecksau, Alter. Geile Scheiße, Alter. Nein! Bösig. Der fällt überall auseinander, euer Trichter. Jetzt sind wir beschweren, Alter. Das ist aber niemand, Alter. Hier, ich hab noch dein Endstück von... Also, wenn ich was sagen darf, ja, ich liebe Tiere. Nein, Spaß, Mann, ich liebe natürlich keine Tiere, sondern nur Frauen. Körbchengröße, Charakter. Das ist noch ein Mann von Welt. Nee, aber ich muss wirklich sagen, ich schwöre, das ist Charakter. Ja. Die Weiber können so einen großen Arsch und großen Titten haben. Wenn der Charakter nicht stimmt, dann ist es unattraktiv. Und Zähne. Zähne? Zähne. Hübsche Zähne sind hübsch. Ich schwöre, wenn keine hübschen Zähne da sind... Du bist ja aber auch ein Vorbild von hübschen Zähnen, muss man ja sagen. Du hast einen schönen Beißer. Zeig kurz deine Zähne auf. Schöne Beißer. Ja. Bist du Zahnarzt? Nein. Aber ich kümmere mich darum, dass alles so bleibt, wie es ist. Und ich hoffe, wir sehen uns heute auf jeden Fall nochmal. Und ich finde Mädchen attraktiv, die hübsche Zähne haben. Ja, das ist auch gut. Kumpel von mir findet Mädchen hübsch, die Fahrräder haben. Ja, das Ding ist, ob die großen Titten hat oder nicht, oder einen großen Arsch, wenn die der scheiß Charakter ist oder... Dann bringt dir das alles nicht. Alles nicht. Und dann finde ich sie unattraktiv. Schönes Statement. Schönes, unattraktiv. Schönes Wort zum Love Music Samstag. Wir haben eine verkackte Handyaufnahme, glaube ich, von gestern, aber das ist gestern Abend noch an der Seebühne passiert.
du bist mittlerweile auch schon vollgestempelt mit Bumsbar. Alter, wer war das? Wer hat dich so zugerichtet? Alle hier. Das ist einmal. Scheiß drauf, man lebt nur einmal. Es ist richtig, man muss das Festival auch in allen Zügen genießen. Ja? So ist es. Ja, du hast ja noch ein paar freie Plätze. Ja, wenn wir uns noch mal wiedersehen, dann vielleicht noch, ne, so Frisbee. Wir kommen gerne mehr. Kein Problem. Ich wünsche dir ein schönes Festival, mein Jungs. Ebenso. Ciao. Hier ist mein Zauberstab. Und das ist nur einer von beiden. Whitnick Winwick. Ich bin tatsächlich auf der Suche nach den Jungs, wo ich letztes Jahr auch hier schön... hier, wie war das? Aus der Mülltonne. Ja, Mülltonne und sowas. Ja, die Jungs, die... Also, auf die hätte ich echt, es wäre super, wenn die da sind. Das ist eigentlich mein Hauptziel, die zu finden. Ich muss mit meinem Vlog mal kurz zwischenhalten. Das ist verdammt. Das ist das, bitte für die Gelder. Geil, oder? Ihr seid ja alles Atze. Jawohl! Ja! Du bist da, komm! Scheiße! Ich bin dran! Ich bin dran! Das ist extrem hart, das ist voll zu schuppen, ne? Also, du musst wirklich deine Backen richtig. Also ehrlich, saugen! Ey, keine Tipps hier! Und nicht spucken! Saugen, wie du noch nie gesaugt hast! Dann losgehen! Dann losgehen! Jawohl! Ja! Alter, Digga! Du musst äußern! Alter, man merkt aber, wie so Luft im Bauch gekommen ist. Wie heißt der Kanal? Timstagram. Ja, oder was? Wie heißt es bei Instagram? Timstagram. Digga, geisteskrank, Jungs, Alter. Ey, war mal eine Erfahrung wert, sag ich ehrlich. War eine Erfahrung wert. Copyright Mucke, wir schalten ab an der Stelle. Wir haben 200 Liter Tabinen, sind alle. Musst du eben nochmal nachholen. Ja, gestern Abend um 8 Uhr. Wir haben gestern 300 Dosen weggeballert. Ey, ist einfach nur geisteskrank. Hier läuft zwar Copyright Mucke, aber ein was muss ich noch kurz loswerden. Die Jungs haben alle so hart eine Fahne, dass unter diesem Zelt man schon besoffen wird, wenn man hier nur steht. Hier hat jeder eine Fahne, dass, also wirklich, da kippen Fliegen um. 204 Liter Bier gestern alleine getrunken und haben da mal 70 Liter nachgeholt. Geistkrank, also die Jungs hier, das ist bis jetzt absolut mein Love Music Highlight. Alles krass. Die Wärme, nichts gegessen. Die haben eine Bohrmaschine. Eine Bohrmaschine! Fazit, anfangs waren die Leute sehr zurückhaltend. Wir haben uns jetzt noch in ein, zwei Camps festgesessen, haben noch Bier bekommen. Habe ich jetzt nicht weiter gefilmt, wir hatten ein paar nette Gespräche. Am Anfang waren die Leute noch sehr verhalten. Mittlerweile merkt man, es geht langsam gegen 14, 15 Uhr zu. Die Leute bereiten sich auf 16 Uhr vor. Da geht die Mainstage dann ja auch los. Man merkt es langsam. Die Leute haben jetzt Bock zu saufen. Ich habe auf jeden Fall meinen Pegel erreicht. Ich werde einfach weitermachen. Es gibt keinen Halt mehr. Auf jeden Fall sind wir hier und wir sind hier. Hallo, ich bin Erik.smnt und das ist Walli, unser Hund. Julian.wtk und das ist mein Hund Walli. Hallo Walli, hallo Julian. Julian, hallo Erik. Erik. Das ist echt toll, Jungs. Nee, also deine Arbeit finde ich geil. Auch deine ganzen Vlogs, die mitmachst, so wirklich. Ich sag's dir, ich feier dich echt. Du hast Marienkäfer mal. Dankeschön. Also finde ich cool. Hey, cool, hab ich Marienkäfer mal? Ja, Stopp-Film, das macht. Ich hab Marienkäfer am Hals. Du hast ein neues Haustier, also ähnliches Haustier wie er hat. Sein Haustier ist weg. Das ist mein Kumpel jetzt. Wie heißt der? Excuse me. Sven. Nee. Sven ist ein guter Marienkäfer-Name, ich schwöre. Mike der Marienkäfer? Nein, das ist Erwin. Das ist Marie Mike. Marie, klingt auch gut. Only one chance. Na gut. Das Geile ist, Ruben schaut meine Vlogs nie an. Falsch. Also bis auf den letzten. Ab und zu. Weil ich halt nicht so internet-invadiert bin. Das ist jetzt eine mündliche Zusage. Warte mal. Mündlich, geht ja nur mündlich. Soll ich mal Taschen machen? Dass ich sie schaue. Ja, wie gesagt, ich finde es ja nicht mal schlimm, dass er sie nicht schaut. Ich finde es einfach nur sehr, also ein sehr hoher Beweis an Treue, dass du mir da so freie Hand gibst, dass ich es einfach hochladen kann. Ich hätte jetzt den Clip, habe ich jetzt von dir, kann ich jetzt reinschneiden. Den darfst du, das ist ja nicht schlimm. Nochmal. Ich hardcore-mäßig scheißen muss. Also. Nochmal. Ich hardcore-mäßig scheißen muss. Cut, die zweite. Nochmal. Ich hardcore-mäßig scheißen muss. Jetzt bin ich raus. Jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt finde ich den Kontext nicht mehr. Okay, also Fakt ist, wir wollen eigentlich einen schönen Abend haben zusammen. Richtig. Halb romantisch, bis du dann abhauen musst. Richtig. Und dich hindert aber gerade eine gewisse Tatsache daran. Sag ich mal, ich muss mal Kekkerli.
Ich muss mal, aber alle Klos sind halt räudig. Love Music, bitte kriegt mal geregelt, dass es einfach auf diesem Artist-Campingplatz einfach richtig? Mal... Richtig. In Dixie 1. So, nee, nicht mal in Dixie, so ein kleiner Wagen, wo schöne Toiletten drin sind. Das ist doch auch was Schönes. Wo man Toilettenpapierchen, vielleicht eine Duftkerze oder so, oder? Das ist halt Wohlfühlen. Scheißen ist Wohlfühlen. Naja, warte mal. Darf man Scheiße sagen im Video? Ja, klar. Also musst du ja alles piepen. Scheiße. Nein, piep ich nicht. Piep ich nicht. Ich bin echt, das muss da rein. Piep ich nicht. So, wir gehen jetzt einen saufen. Ja. Bup. Ja, Mann! Aber es ist hell! Aber versucht mal trotzdem. Macht mal alle eure Lichter an. Vielleicht sieht es trotzdem schön aus, auch wenn es so hell ist. Alle. Bin on top, doch viel mehr. Fühle nicht die Lolle. Es ist sehr stressig. Drin ist schon Stimmung. Ich werde noch zu DGB. In einer Viertelstunde fängt aber schon Nils und John an. Es ist stressig. Nebenher noch ein paar nette Gespräche führen. Ich weiß gar nicht. Ich brauche mich langsam doppelt und dreifach. Guck mal, da wird ein Mensch rausgetragen. Es ist Vince. Auf jeden Fall, es ist ziemlich viel los, ziemlich viel Action. Aber ich habe Bock. Ich glaube, ich habe echt heute Nachmittag dann kaum noch was gefilmt, weil ich echt doll im Arsch war. Aber vielleicht mache ich einfach nochmal danach ein kleines Voice-Over, was alles passiert ist. Ich gehe noch zu DGB, danach zu Nils und danach noch zu GBF. Und ich glaube, dann wird es auch langsam mal Schicht im Schacht. Mal gucken. Bleibt gespannt. Schönes Festival. Letztes Jahr war sie schon hier im Vlog mit dabei, da war deine Stimme zwar weg. Ja, aber heute kann ich noch reden. Deswegen, ja, it's your stage. Es war ganz toll. Liken und kommentieren nicht vergessen, meine Freunde. Gut Kick und saufen fett. Und Abo da lassen. Sag und die Leute. Und ein Abo da lassen. Und Timmy, ich freue mich. Ich sag jetzt am Freitag schon, es war ein schönes Love Music. Ja. Kann man sagen. Weil ich da bin. Weil du da bist. Weil ich da bin. Ja!